Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstellen. Das war ein Befehl! Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen. Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache... Befehl! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr. Der Fremdrassigen immer mit brutaler... Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Es verracht gegen die Natur. Verräter! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Trump in jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Die Logik der Frau. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Sie haben nichts Unrechtes getan. Sofort! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Couldn't just keep your Was hat er denn gemacht? You couldn't just play along. Aber dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! I'm talking now. Besuchen Sie ihn! Mein Führer, bei angebotenem Respekt gestanden Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Dann soll die Armee kehrt machen! Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Der ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Aber was muss getan werden? Sie verrückt! Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderia. Kehrt machen! Mein Führer, du von der Berlin und eine Stunde Berlin und eine Stunde Berlin und eine Stunde Berlin hat die Korruption in unserem Staat gemacht. Wieso behaupten Sie, ein Angriff fängt sehr unwahrscheinlich? Nur wenn Sie den Heldentod sterben wollen. Jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Zu viel! Kehrt machen! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Die Logik der Frau. Dieser Versager, dieser Marotzen. Holla, die nach Belieben ersteigen und verschwinden können. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Die Logik der Frau. Attention Murkoff personnel. An emergency evacuation is in process. Please proceed immediately through the administrative block to exit. Patients have been...
so. Don't be afraid, you're doing his work. Whether you know it or not. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind hier denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Die Stadt, Jäger! Und Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Bitte. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fegelein! Ich will sofort zum Bericht! Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Die Generalität ist des deutschen Volkes! Man kann hier über Besuch oder Berlin wird eingeschlossen. Ja, vielleicht schon da! Das ist das Schlimmste von aller Aktionei! Parvenelle Faulpelz! An meiner Person! An meiner Person! Unter ein ausgerechnet Himmler! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Gestalt Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Send